Cape Wrath Trail Etappe 3. Diese führt vom Etchel-Bothy bis nach Barrisdale Bay. Die durchschnittliche Gehzeit beträgt 1 bis 2 Tage. Ich zeige hier den Abschnitt von Zorlis bis nach Barrisdale Bay. Ich starte morgens bei der Carnoch Bridge und folge dem River Carnoch flussaufwärts. An einer Biegung des Flusses Carnoch muss man die richtige Stelle erwischen, um zum Mam an der Line aufzusteigen. Danach geht es entlang des Alt Glen on the Line hinab bis nach Barrisdale Bay. Von der Erkältung kurz vorher hänge ich noch ein bisschen durch und schlafe an diesem Tag bis um 9 Uhr. Dann breche ich relativ energiegeladen auf. Diese Kunststoffmatten hier machen das Gehen sehr einfach. Die Stöcke haken aber furchtbar. Die weitgehend unberührte Landschaft hier ist einfach überwältigend.
ja, das hier ist der Pfad, auch wenn man den kaum so nennen kann. Und man kommt hier natürlich wirklich immer nur sehr langsam vorwärts. Die schmalste Stelle des Weges. So, ja, schon ein bisschen wieder aufpassen, dass man nicht abstürzt. Ja, aber ich glaube, so lange dauert das hier nicht mehr. Ja, irgendwie. Ich glaube, ich habe den einfachen Weg gerade eben verpasst. Ah. Hier sieht man nochmal sehr schön die Lage dieses Campspots auf der 3D-Karte. Tja, schöner Spot, um Mittag zu essen. Trotzdem verschwinde ich jetzt hier. Nach mir sind noch 4 Leute gekommen, aber die wollen wohl erstmal da unten Pause machen oder vielleicht sogar campen. Wenn ich jetzt gerade
hochgekommen, quasi nochmal Abkürzung von dem Pfad, weil der senkrecht gegen den Felsen, gegen die Steigrichtung hier hochgeführt hätte. Und hier an diesem Abfluss oder Wildwechsel komme ich jetzt hier raus und tada, kein roter Teppich. Die Aussichten hier oben sind einfach überwältigend. Es wird einem aber auch klar, dass mit dem Abstieg Richtung Berestel Bay das Ganze dann eher vorbei ist. Von zwei Gruppen von Leuten überholt, einmal drei und einmal fünf Leute, so ganz grob. Aber die haben hier ganz schön hochgestrampelt. Hier überquere ich jetzt Mann an der Leine. Jetzt sind wir gerade 10 Höhenmeter oder so unterhalb des Bilanch. Ich habe mich da gerade. Nach einigen Höhenmetern Abstieg hat der Wind deutlich nachgelassen. Und das Gehen wird wesentlich angenehmer. Berestel Bay kommt in Sicht. Hier unten hat der Wind sich jetzt wirklich gelegt. Ich hoffe, das bleibt auch in Berestel Bay so. Ist ja immerhin eine Bucht.
Die letzten Kurven des Pfades. Thank you.